Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mit dem lieben Mike. Hi. Oh, beste Laune. Und dem lieben Luke. Hi. Ah, genauso beste Laune. Sehr schön. Heute am 26.07. mit der 74. Folge für euch in der Vorproduktion. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute schon mal ein bisschen vorbereitet hier die Supercomputerproduktion. Und wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, wir hauen hier 3 Highspeed-Anschlüsse pro Minute raus. Verbrauchen würden wir fast doppelt so viel, okay. Wir brauchen doch mehr Turbodraht pro Minute. Es kommen 270 an. Nein, kommt sie nicht. Nicht? Nein. Ja. 220. Man könnte 270 machen. Wie viel brauchen wir denn? So, warte. Ich bin hier gerade nochmal am Umbauen, am Umstöpseln. Produktion. Manufaktor. Den setzen wir jetzt einfach erstmal da hinein. Führt mich das Förderband hier durch und kommt es da rein. Ich muss nochmal umstöpseln. Logistik über die Organisation war das, genau. Dann kommst du einfach hier vorgeschaltet. Ja. Boah, jetzt richtet der sich. Ach, System, ne? System. System. Nee, das Alternativrezept wollten wir, genau. So, das sind dann. Hier sind es 180 zusammengenommen. Moment, kommt gleich noch mehr dazu. Wo ist es denn jetzt wieder hier? Ach, hier. 280 pro Minute werden wir brauchen. Ich pack schon mal Batterien in meine. Alles klar. Danke. Joa, das ist schon nicht wenig, du. 480. So. Können wir auch das Förderband mal auf MK4 umbauen? So, der hier macht 3, irgendwas, aber die Produktion war 5 Teile pro Minute. So. Wir gucken nochmal vor, es ist aber rein. Nicht, dass ich mich da jetzt nochmal verguckt habe, aber ich glaube, das passt jetzt hier wirklich. Genau, hier haut der 5 Teile pro Minute raus, wenn dann 100% Produktion ist und dementsprechend passt das. So, die Jungs sind nämlich gerade dabei, also die bei Loculus zugucken, die sehen es ja schon. Die bei mir zugucken, die werden es jetzt erfahren, die sind gerade dabei, die Turbodrahtanschlüsse vom Baustoffgebäude hier rüber zu legen. Da haben wir uns ein Fundament erweitert, was ursprünglich mal für die Bahnhofsgeschichte sein sollte, aber sind wir ganz ehrlich, das mit den Zügen, das wird in dieser Staffel nichts. Nee, dafür ist es zu laggy. Genau, das ist einfach zu hart ruckelig und ja. Ich habe es letztens auch schon im Livestream angekündigt, also am Freitag, dass wenn das jetzt mit Update 4 immer noch so hart nicht dediziert sein sollte, dass wir dann schweren Herzens das einstellen müssen, das Projekt. Das ja, ist eine Lösung, dass es gibt. Ja. Genau. Also wie gesagt, ich wusste die ganze Zeit über nicht, dass es so krass hart bei euch ist. Ja, also Fahren und sowas, alles was mit Fahren zu tun hat, geht einfach gar nicht. Mhm. Und wie gesagt, wir haben es, ich habe es auch ausprobiert, für jeden, der jetzt sagt, ah ja, hier spielt doch nichts Experimental. Die Experimental ist auf dem gleichen Entwicklungsstand wie die Released-Version. Mhm. Und das ändert sich leider nicht. Also es wird nicht besser, wenn man in der Release-Version spielt. Leider. Aber wir hoffen ja stark auf dedizierte Server. Mit dem nächsten Update. Und dann können wir auch endlich unseren Server aufsetzen, dann ist alles schuttifrutti. Dann sollte alles wunderbar funktionieren. Genau. So, Robin, der Turbodraht kommt hier an. Ja, passt. Ja? Mhm. Alles klar. Gut, dann haben wir den da schon mal. Und dann müssen wir das jetzt noch alles auf MK4 upgraden, denn du brauchst jetzt 280 und das Förderband macht nur 270. Ja. Und ich baue gerade schon und baue die ganze Produktion vom Kateriumdraht nochmal, gespiegelt nochmal. Nice. Womit wir hätten auch woanders her beziehen können. So.
So, wir hatten ja hier oben Platinenproduktion schon zu laufen. Jetzt auch mal nochmal für die Zuschauer. Und wir haben jetzt natürlich auch nochmal festgestellt, dass ich hier jedes Mal aus den ganzen Produktionen, es werden 37,5 produziert und 27,5 werden verbraucht bei den ganzen Produzenten da hinten. Und dementsprechend haben wir hier pro Linie nochmal 10 übrig. Das macht jetzt insgesamt schon mal 40. 50 mit der Platinenproduktion, die separat nochmal läuft, die nicht für Computer verarbeitet wird. Und dann haben wir ja hier nochmal 4 Produzenten. Also Kieselsäure sollten wir auf jeden Fall ausreichend haben. Ja, das denke ich auch. Haben wir hier 37,5 mal 4. Sind wir bei 150 Kieselsäure, die jetzt hier gerade noch laufen. Dann muss ich jetzt aber mal hier vorne ein Loch reinhauen. Wie viel brauchten wir? Wie viel Kateriumdraht? 280 pro Minute. 80. Genau. So. 150 sind es, die ich jetzt hier gerade brauche. Er verballert hier gar keine Kieselsäure, das ist schon mal sehr gut. Ich mal eben und hol Stahlbeton für das MK4-Förderband. Ja, habe ich hier. Jetzt zu spät, ich bin jetzt quasi schon da. Achso, nee, Stahlbeton, sorry, ich hab ja Stahlträger im Kopf gehabt. Nee, da habe ich Stahlbeton hätte ich tatsächlich dir nur 4 geben können. Das wäre knapp geworden. Ja. So, hier haben wir 37,5. Zweimal. Zwei Produktionen sind da oben auf jeden Fall noch frei. Und hier war gar keine Kieselsäure. Ne? Oh, das ist ja super. Da brauche ich ja noch nicht mal irgendwo was abzuzwacken von dem, was bereits schon benutzt wird, sondern ich kann das direkt 1:1 hier anschließen. Und dann auch noch mit einem 100%igen Verbrauch. Das ist wunderbar, ist das. Boah, diese vielseitigen Rahmen sind immer noch nicht fertig. Das ist ja schrecklich. Schräglich. Warte mal, das ist das hier, das ist das hier. Macht er wieder andersrum, natürlich. Warum auch nicht? Komme ich da bis hoch? Schaffe ich das? Überlebe ich das? Nein. Au. Aber ich habe es überlebt. Das ist schon mal etwas. Ich guck mal eben jetzt, wie viel Stahlbeton wir hier haben in der Produktion. Wenn die jetzt nämlich alle voll sind, die Container. Ach nee, das wird doch irgendwo hin abgeführt, ne? Stahlbeton oder meinst du? Stahlbeton ist doch im Stahlgebäude. Stahlbetonträger, ja. Ja, da bin ich auch gerade. Okay. Ja, das Ding ist, also wir haben 4 große Container sind voll mit Stahlbeton. Ich würde gerne, solange bis wir den Lift fertig haben, einmal hier die Zufuhr von Stahlträgern abklemmen, wenn das okay ist. Dass die nur in die Produktion von dem Lift gehen, weil das da. Das aufgesplittete die Stahlträger, die aufgesplittet sind, reichen natürlich nicht aus. Achso, jetzt für nur temporär meinst du? Ja, wir haben jetzt knapp 1800. Wir brauchen da jetzt quasi ja nur noch 700. Von diesen vielschichtseitigen Rahmen, vielschichtigen, wie auch immer die hießen. Das ist ja ratzfatz dann produziert, wenn die Stahlträgerproduktion ausschließlich dafür benutzt wird. Na klar, hau rein. Ja, also habe ich jetzt auch nicht dagegen. Die 4 großen Träger, Container, die werden da definitiv das aushalten, solange. Ja. Zumal Stahlbeton brauchen wir ja nun aufgrund der Förderbandgeschichte nicht so häufig, ne? Ja, richtig. So, und dann kommen wir da nämlich auch mit voran. Und von den anderen Teilen brauchten wir 500, ne? War das? Ich habe vergessen, wie die heißen. Für den Lift. Die adaptiven Motoren, modularen Motoren da? Ja, 500 waren das. Genau. Und da hast du ja schon Teil drin gehabt und wir haben schon wieder fertige drin, habe ich vorhin gesehen. Ja, ich wollte da jetzt nämlich mal gucken, wie viel wir haben, weil das, auch wenn wir das andere jetzt bauen wollten, wenn ich gerade hier bin, das eben kurz, einmal kurz angucken, dass wir das nicht außer Acht lassen. Aber ich glaube, 500 kriegen wir noch nicht zusammen. Wo funktioniert das? Nee, 250 haben wir erst, aber das macht ja nichts. Hm.
Lol. Was ist denn los? Man kann mittlerweile, das wusste ich nicht, vielleicht wusstet ihr das schon, ich hab's nicht mitbekommen, am Ende eines Elevators kannst du direkt schon einen Splitter oder Fusionator anschließen. Das wusste ich nicht, das hatten wir irgendwann mal ausprobiert, ja. Dann ging's nicht. Ja, bei mir ging's gerade. Ja, also ich hab den Elevator gerade in der Luft hängen lassen, sodass halt ringsherum auch Platz ist. Hab den da mal probiert anzubabbeln und der hat dann halt direkt statt dem Ende vom Elevator, hat er halt an die Stelle des Endes vom Elevator halt einen Splitter jetzt in mir rangeknallt. Das, ja, ist nice, also cool. Habe ich nicht wieder ausprobiert, weil seitdem wir das mal ausprobiert hatten, wo es nicht ging, brauchte ich das bis jetzt irgendwie nicht mehr. Aber schon mal cool, dass das geht, also. Ja, gefällt auf jeden mir. Fall. Ja. Auf jeden Fall. So, dann messe ich jetzt aber hier wieder meine Wandhalterung da oben andengeln. Müsste ich aber mal auf Wände klicken, das soll hilfreich sein, habe ich mir sagen lassen. Ich brauche noch 2 Batterien zum Übertakten, dann brauche ich hier nicht alles umbauen. Ich leider nicht. Nimm's doch aus dem Kraftwerk raus. Wir haben doch viel zu viel Strom in der Produktion, oder? Naja, wir sind bei 9700 und verbrauchen nur 3000 oder so. Ja, siehst du, kannst du dir doch da rausnehmen. Hatten wir in der Base noch welche rumliegen? Das weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Müsstest du mal nachgucken. Kann ich dir gerade so nicht mehr sagen. Ach, du hast schon Mark IV Elevator gebaut, Mike? Mark IV Elevator? Ja. Ah, okay. Ich dachte gerade, man könnte ihn nicht einfach überbauen. Oh, so, jetzt macht er wieder vernünftig hier. So. Mache ich das nicht doch nochmal anders. Aber schon mal gut zu wissen, dass es so geht und vielleicht nutze ich das auch mal, aber jetzt gerade nicht. So, kommst du mich jetzt hier auf die Höhe? Hier ist meine 5. Oh, nee, warte mal, halt, stopp, Moment. So. Ich bin etwas schneller unterwegs, als sich das Förderband aufbaut. Okay. Hatten wir jetzt eigentlich schon eine funktionierende Munitionsproduktion? Ja, die ist semi-automatisch, aber ich habe, bevor wir angefangen haben, jetzt aufzunehmen, nochmal eben die Produkte nachgelegt, die wir brauchten. Also du kannst dir da was rausholen, da müsste eigentlich wieder was drin sein. Wen willst du denn erschießen, wenn ich fragen darf? Alle Batterien schon weg. Okay. Also pauschal würde ich immer sagen, auf Robin kannst du so schießen. Das ist kein Aber warum? Problem. Was habe ich jetzt schon wieder angestellt, dass du auf mich schießen willst? Existieren. Weil's geht. Das ist aber scheiße. Immer hackt ihr nur auf mich rum. Auf mir. Wir machen das nur, weil wir dich lieb haben. Mhm. Ich bin nicht mal bewaffnet. Ich habe nicht mal Munition. Das ist schlecht. Das ist wie damals auf dem Schulhof einen Brillenträger zu schlagen, nur weil er eine Brille trägt. Ihr Mobber, also, ihr. Durften den damals dann also nur Leute schlagen, die auch eine Brille haben? Nee. Es tut nicht so, als wenn du nicht wissen würdest, was ich meine. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Nein, überhaupt nicht. Hast du bestimmt miterlebt, wie einfach so ein Brillenträger geschlagen wurde, nur weil er eine Brille trägt? Tatsächlich nicht, nein. Nein. So dumm war keiner bei mir im Jahrgang. Bei mir auch nicht. Außer war meine Kindheit rosa. Naja, bis du Oleg kennengelernt hast. Bis ich Oleg. Ja, dann ging es erstmal ganz steil bergab. Steil bergab, das war eine. Das war 90 Grad nach unten, einfach direkt. Freefall Tower. Okay. Ja, haben wir mal so einen Klatsch aus der Jugend von Lukulus mit in der Aufnahme, ne? Ja, ich hab Oleg lieb, ne? Also hier nicht, dass ihr jetzt, falls ihr den mal kennenlernt irgendwann, ne? Das ist ein Lieber. Mittlerweile. Das sagt jetzt so viel aus. Ja, vielleicht ist er ja irgendwann mal dabei oder so, dann werdet ihr ihn lieben lernen. Oh ja. Dann kriegen wir das so hier rüber? Ne, er sagt ja keinen Freiraum. So.
Wie kann ich dir jetzt noch helfen? Turbodraht kommt an. Ich habe alles auf MK4 ausgebaut. Was brauchst du noch? Dinge. Okay, das ist kein Problem hier. Ja, also ich habe jetzt gerade angefangen, hier Kieselsäure erstmal runterzulegen. Das sind jeweils 37,5. Das heißt, jeweils eine Produktion ist das. Das splitte ich jetzt hier gerade auf. Wir brauchen aber noch Turbodraht und Platin hier dran. Wer hat denn hier mitten in einem Raum eine Werkbank hingestellt, Turbodraht und... Ich für Robin, Luke. Robin hat es dann nicht eingesammelt. Ach so. Na, ich frage mich auch, warum du es mir da hingelegt hast. Oh, Munition, danke. Ja, ich habe dir Dinge hier hingelegt. Na, landet Ding hier. Für zwei Magazine ist ja wirklich... Ja, zwei Schuss, dein Ernst? Und dann treffe ich dich noch nicht mal, was? Warum? Und du hast beide daneben geschossen. Hä? Aber ich habe voll deinen Schädel wie sie gehabt. Was? Das ist der Segen der Leute mit einem zu geringen Ping. Gib mir mal noch ein. Ja, jetzt triffst du mich auch nicht, ne? Das ist so. Kennt ihr das in dem Film A Million Ways to Die in the West? Ja. Wo er Schießen übt und immer näher an diese Flaschen geht und dann steht er direkt vor der Flasche, so wie ich jetzt bei Robin. Oh, jetzt hat's geklappt. Ja. Aber ihr habt es eben gesehen. Ich stand direkt vor Robin und es ging. Gut. Hätten wir das. Also Dinge habe ich dir hingelegt. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Genau. Wo ist denn jetzt hier? Was sagtest du eben, ja. Mike? Du brauchst irgendwas? Nein. Nee, so. ich sagte zu dir, die ganzen anderen Sachen müssen ja auch noch angeschlossen werden hier. Ja, welche denn? Was brauchst du noch? Hier in dem Fall schon mal 2x90 Turbodraht. Oh, und ich sehe gerade die Platinproduktion, die wird wahrscheinlich nicht reißen, oder? Obwohl doch, eine 100%ige Platinproduktion haut ja 7 Platinen jeweils raus, ne? Ich schau mal eben nach, ob das so stimmt, weil dann reicht das. Also an den Fabrikatoren brauchst du 2x90 Turbodraht. Genau, und dann haben wir ja noch den Manufaktor, der braucht ja auch nochmal Turbodraht, sodass du es auf jeden Fall einmal splitten musst, richtig? Und dann vielleicht sogar mit einem Container, vielleicht sogar, damit halt die Überschüsse vernünftig verteilt werden, ne? So, es müssten jetzt ungefähr 300 Turbodraht ankommen. Das hört sich sehr gut an. So, ich schau mal eben oben nochmal nach. Ich glaube, es waren 7 Platinen pro Minute, die er rausballert. Ich weiß es aber echt nicht mehr genau. Deswegen schauen wir mal. Wegen was meinst du das mit dem Platin? Wegen KI-Begrenzer oder die Highspeed-Anschlüsse. Eins von beiden, das braucht das. Ja, hast du noch ein paar Stahlrohre dabei, Robin? Warte. Also. 105 habe ich noch. Wofür brauchst du die denn? Für einen großen Container. Ach so, ja klar. Ah, super. Die Platinproduktion hier oben, die momentan noch nicht so hinläuft, hat 12,5 pro Minute. Das ist doch perfekt. Ja, das ist doch gut. Ja, dann haue ich hier mal ein Loch noch rein. Die Wand. Dann ziehen wir es mich von hier darüber. Ach, genau auf Höhe. Geilomatico. Oh, ich komme mal eben zu dir. Dann hau ich dir mal ein paar Stahlrohre dahin. Ja, und dann ziehe ich schon mal die Platinproduktion hier rüber. Jo. Moin. Hallo. Hier und hier, 105, weil ich brauche die gerade gar nicht im Moment. Ja, so viele brauche ich auch nicht. So, da bin ich schon mal. Habe ich denn noch ausreichend Platten und sowas? Ja. Hat der Beton auch? Ja, gut, das reicht noch. Ist ja wunderbar, ist dies. So, warte mal hier. Das ist MK3-Förderband. Gut, das ist das Richtige. Quatsch. Mal da hoch. Hier muss ja MK4 rein. So. Nee, na los. Nee. Na, egal. Und das mal Vektor. Da auch. So. Zack. Na, komm schon. Und wenn ich mich jetzt ingenieurstechnisch nicht täusche hier, dann... Dann will ich keinen intelligenten Splitter bauen, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, zumal bei dir mit der Intelligenz und so, also... Ja. Ja, ich meine, das ist immer alles von
von dir ab und deswegen entwickle ich mich da halt nicht weiter. Naja, aber bei dir ist ja sowieso das mit dem Lernen auch schwierig, weil ist ja alles laggy bei dir. Ja. Du guckst es dir vom Richtigen ab, aber bei dir kommen die Infos nur so laggyhaft an und deswegen lernst du nichts. Nee, das klappt so nicht, du. Ja, doch schon. Warte mal, dann mach ich da nochmal einen rein. So, da muss man das jetzt natürlich noch rüberführen. Sagte ich gerade, Gott, wie lang ist denn das? Aber es war bloß das Spiegelbild in der Glaswand. Ja, führen wir das mal bis hier. Fair, so. Oh, schön warm hier. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Wir müssen jetzt hier exakt 90 rauskommen. Gehen wir lieber so hier rein oder so oder so. Oder gar nicht? Oder wie oder wer? Oder was jetzt? So. Oh nein, jetzt fahren die da durch. Muss ich Robin sein Förderband noch mal ein bisschen bearbeiten. What? MK1 sogar hier. Das ist eine ekelhafte Schande. Ja, wieso? Ist doch aber richtig von der Menge her. Warum liegen hier überall irgendwelche... Ach nee, das sind Robin seine, ich muss wissen, wo ich lang muss, Teile. Ja. Vier, so. Denken wir mal hier ungefähr eins hin und dann muss ich aber in die Etage tiefer. Und denken wir da eins hinein. Dann nochmal hier und hier eins, damit ich da oben wieder den Splitter einrichten kann. So, ich habe den Beton mal ein bisschen umgebaut, damit das ein bisschen hübscher ist. Wieso fehlen da Wände? Im Stahlgebäude. Was? Okay. Weiß ich nicht. Ja, also beim letzten Mal hatten wir festgestellt, dass irgendwie was mit dem Abreißen nicht so ganz funktioniert, dass teilweise Sachen abgerissen werden, die noch nicht mal in der Renderreichweite sind. Wenn du was abreißt. Das ist natürlich ungeil dann. Ja. Oh, warte mal. Sehe ich das gerade richtig? Hast du nur Eisenplatten gerade bei? Ja. Dann gib mir mal bitte welche. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich habe nämlich jetzt zu wenig fürs Förderband der Platinen. Eine 70 geben. Ich hoffe, das reicht, oder? Ach, weißt was, behalte ich. Ich fahre einfach mal schnell rüber zum Baustoffgebäude. Okay. Dann sehen die Leute nämlich auch mal die Turbodrahtbrücke. Hier bei dem Turbodrahtförderband hier kommen übrigens genau 90 jetzt in die Maschinen rein, ne? Das ist super, denn da sollen ja auch 90 jeweils rein. Pro Maschine. Nur bei der anderen nicht, ich glaube, die hatte 100, ne? Bei dem Manufaktor. War da 90 rein? Ich glaube, es ist ein dezenter Rechenfehler. Es waren 90, 90 und 100 waren das. So, toll. Jetzt habe ich natürlich auch wunderbar nicht die Brücke gezeigt. Man sieht sie jetzt hier durchs Glasdach. So, genau. Ja, die haben wir einfach durchgeführt. Das war die der Mike vor Äonen mal gebaut hatte, wo wir noch dachten, ja, das wäre ja schon mal ein guter Anfang für den Bahnhof. Aber wie gesagt, gegen den Bahnhof haben wir uns jetzt entschieden. Weil es einfach keinen Sinn macht momentan mit diesen ganzen Lags. Nee, ich habe einen Rechenfehler gemacht. Tut mir leid. Oh, weia. Na, dann musst du nochmal neu andübeln. Andübeln. Däubeln. Ja, Sigi, mach ich mal eben hier. Dümpeln. Achso, für diejenigen, die sich wundern, oben rechts, das ist meine FPS-Anzeige. Nur mal zu gucken, warum es denn stellenweise einfach mal laggy wird bei mir. So. Und da haben wir auch gemerkt, je mehr wir hier fundamentieren, desto weniger FPS gibt es hier. Und dementsprechend müssen wir jetzt leider doch ein bisschen minimalistischer bauen. Also so wie bisher. Nicht hier irgendwie, weiß ich nicht, 40 Schmelzen einfach erstmal in den Schredder reinhauen und sowas, so wie andere das machen. Das machst du doch auch.
Was? 40 Schmelzen in den Schredder reinhauen? Stimmt gar nicht. Stimmt, du arbeitest das Produkt noch weiter aus und dann förderst du es in den Schredder. Genau, weil es dann mehr Punkte bringt. So 90% des Metallgebäudes. Nee, stimmt gar nicht. So, jetzt kommen genau 90 an. Ich hatte einen kleinen Rechenfehler, ich musste hier nochmal was umbauen. Okay. Nee, aber von dem, was geschreddert wird, das sind höchstens 10% des Eisenwerks, was da geschreddert wird. Für die ganzen anderen Etagen, die laufen nicht in den Schredder. Falls du es noch nicht gesehen hast. Die ganze erste Etage läuft da rein. Ja. Und das ist aber so im Mengenverhältnis ist das 10% vom ganzen Eisengebäude. Ich weiß nicht. Stangenproduktion, Schraubenproduktion. Ja, jeweils nur eine, ne? Ja, trotzdem. Wenn du da mal die Etagen da drüber dir anguckst, da sind mehrfache Stangen, Schrauben, Plattenproduktion in Verarbeitung. Und das Ergebnis wiederum wird nicht geschreddert. Ah. Das Ergebnis wird gelagert. So, was soll ich hier als nächstes machen? Was brauchst du noch? Du könntest schon mal netterweise Strom anlegen. Das wäre super, dann hätten wir das gleich schon mal bereit. Mhm. Muss ich hier nur mal gucken, wie ich jetzt hier mit den Platinen noch durchkomme, ob du mir da schön den Platz gelassen hast. Ja, hast du, wunderbar. Hast du mitgedacht, ist schön. Ja. Ja, vom Besten gelernt. Mike. Mhm. Was? F dich! Ach nix, ich hab mal gerade Robin gerne. Achso. Ich wollte doch hier einen Splitter ranbabbeln. So. Machen wir den mal da. Ach, ihr hattet den LKW da hinten mit hingenommen. Achso, sorry, ich hab den mal nach draußen geparkt. Ihr habt, der war mich ein bisschen im Weg hier beim Bauen. Oder hat den noch mal jemand anders woanders hingesetzt? Ich hab den Bus hier am Computer die Rampe runtergefahren. Ja, und das steht da noch. Oh nein. Hab ich noch vergessen, Bescheid zu sagen. Sind die alle voll? Das kann doch nicht wahr sein. Nee, irgendwas hattest du gesagt. Würde ich sagen. Diese Leitung hier. Von dem. Jetzt hat der wieder eine frei. Und darüber hängen. Der müsste genau hier nebenher gehen, oder? Geil. So. Kippt noch nicht mal da rein. Wunderbar. So, Platinen sind jetzt auch dran. Semi-schön, aber funktionstüchtig. Ja, Strom ist an den Fabrikatoren dran. Das ist super. Dann läuft das auch schon mal. Da habe ich ja auch schon alles soweit drin. Ja, achso, da drüben muss ich natürlich nochmal anschließen, sonst wird das nichts. Zack. So, das heißt, die laufen jetzt hier schon mal rein. Jetzt müssen wir natürlich da drüben noch den Manufaktor noch versorgen und anschließen. Sonst wird das auch nichts. Luke? Mhm. Hast du noch an die 100 Turbodraht für den Manufaktor hier gedacht? Bei deiner Konstruktion? Wir haben einen zweiten Ausgang, ne? Das ist dir klar. Achso, na den sehe ich gerade nicht, weil da die Container vorstehen. Oder ist der Container selbst der Ausgang? Ja. Okay. Warum habt ihr hier dieses Karussell gemacht? Das hallo. Mit dem Turbodraht? Ja. Weil jetzt genau 90 da hinten ankommen. Okay. Also hier kommen 270 raus. 33% werden zurückgeführt. 66% gehen da hinten hin. Und von hier hinten werden die 66% aufgeteilt und 33% sind quasi. Weißt du? Und 270 durch 3 sind halt 90. Okay. Wir haben ja leider kein Förderband, was 90 rausgibt. Aber du kannst einfach einen Splitter machen, auf 3 aufteilen und dann zieht der 3x90. Ja, aber der andere braucht doch jetzt 100, oder nicht? Genau. Ach so. Genau, und hätten wir jetzt, dann hätten wir bei einem immer zu wenig ein bisschen. Warte mal, wir brauchen 3x90 und 1x100? 2x90 und 1x100. So. Und mehr nicht? Mehr nicht. 280, habe ich euch gesagt. 180, Entschuldigung, nicht 280. Mike, ist schon klar, dass wir das jetzt auf 280 ausgebaut haben.
Warte mal. Passt ja auch. Warte mal. Ja, klar, es sind 280, ja, okay, Mann. 280. Ah, jetzt bringt ihr mich auch schon durcheinander hier, Mann! Ja. Alter Schwede. So, wir sind jetzt eigentlich am Ende der Folge, aber ich würde jetzt schon gerne noch das Turbodraht hier an den Manufaktur anschließen. Ja, soll nachdem, ich nachdem ich mich erstmal den LKW weggeparkt hatte, war mich jetzt gerade noch der Mike selbst im Weg. So. Alter, nein, nein, aus, nein, weg. Ey, alles klar. Klau mir den Turbo da in Anschluss. So. Muss ich mal gucken, ist das hier einigermaßen gerade? Nee, das überschneidet sich dann nämlich genau. So. Muss noch näher zum Manufaktur. Okay, alles klar, ist egal. Machen wir es auf hässlich, ist kein Problem. Wieso hässlich? Ich hab's hier gerade gelegt, weil hier drüben komm ich nicht gerade. Der Turbodraht fährt durchs Förderband durch. Stimmt gar nicht. Natürlich. Stimmt. Na, guck doch mal. Die Ecke da meinst du. Ah. Ja, genau. Ja, warte, krieg mal hin, du. Ist kein Thema. Ist ja gut. Mach das. Das habe ich nicht gesehen, habe ich. So, machen wir das mal da. Ne? Ja, genau, so geht das. Das sollte auf jeden Fall passen. Zack. So, da ist der mir schon mal dran und jetzt fehlt hier bloß noch Kupferblech und das haben wir auf jeden Fall zu Genüge da oben. Wie viel Turbodraht brauchtest du da? 100 sind es hier, jo, bei dem Manufaktur. Alles klar. Dann kommen die auf jeden Fall nicht an. Was? Oh, ja, stimmt, ich habe MK1 gebaut, ne? So. Sorry. Gut, okay, ja, das haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, war's das für diese Woche, ne? Auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet einfach am Montag wieder rein. Ciao. Macht's gut. Bis dann.